Archicad kann mit jeder Version mehr Informationen verarbeiten, sodass es an sich schon ein Fortschritt ist, wenn die Software nicht langsamer wird. Trotzdem bringt Archicad 22 weitere signifikante Leistungsverbesserungen mit sich. Sanftes Verschieben in allen Modellschichten, selbst in sehr großen Dateien. Panhand und Zoomen in Echtzeit ist möglich, in Grundrissen, Schnitten, Ansichten, 3D-Dokumenten und Arbeitsblättern. Neueste verfügbare Technologien ermöglichen einen schnelleren Aufbau komplexer Elementfüllungen, Schnitt- und Deckschraffuren. Die Auslastung der CPU-Kerne wurde optimiert. Wenn Elemente während der Navigation erscheinen oder verschwinden, gleicht Archicad die Auslastung der einzelnen CPU-Kerne kontinuierlich ab, sodass alle Kerne gleichzeitig ihre Aufgabe erledigt haben. Es wird keine Zeit mehr damit verschwendet, auf überlastete Kerne zu warten. Ein verbessertes Caching-System, mit dem weniger Ansichten erzeugt werden müssen. Die Transparentpausenfunktion wurde optimiert und hat nun keinen Einfluss mehr auf die Navigationsgeschwindigkeit. Unterstützung für hohe Auflösung unter Windows. 4- und 5K-Bildschirme bieten eine schärfere Detailanzeige. Dies wird unterstützt für Microsoft Windows 10 Betriebssysteme. Ähnlich wie beim Retina-Display auf Mac ist eine viel schärfere Darstellung feiner Details der Archicad-Symbole, Linien, Texte und anderer grafischer Benutzeroberflächenelemente möglich.